So, damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Channel. Und zwar geht es um Game Globe, was aktuell in der Closed Beta erhältlich ist. Ja, was ist Game Globe? Game Globe ist ein Spiel aus dem Hause Square Enix, was so, sagen wir mal, das Little Big Planet Feature so in den Browser portiert. Ja, hier könnt ihr von User generierte oder gebaute Level spielen, könnt selber Level aufbauen, die dann sharen und die könnt ihr in eurem Browser mit Java zocken. Das ist das Geile. Ihr braucht nichts runterladen, es läuft alles im Browser. Das ist richtig fett und ihr werdet gleich sehen, ich habe gerade mal ganz kurz ein Level angespielt, weil danach die FPS da irgendwie einbrach. Die Level, das ist wirklich Hammer, was da geboten wird in einem Browser an Grafik. So, ihr seht, ich bin gerade Level 6. Warum? Zeige ich euch mal ganz kurz hier. Ihr seht nämlich, ich habe hier meinen kleinen Avatar, mit dem, macht ihr die Level. Könnt euch hier dann Items kaufen. Ich wette, die werden später mit diesen Coins, die werden später nicht auch mal kostenpflichtig. Ah, warte mal. Ah, Coin-Dialog. Ja, ich denke mal, die werden später, so ich denke, weil es ein Free-to-Play halt ist, auch mit echtem Geld erwerbbar sein. Ich werde das natürlich nicht tun. Vorher ist auch noch in der Closed Beta. Ich denke, es ist ein Closed Beta-Feature. Fast mit jedem Klamottenkauf steigt man ein Level ab. Ich habe mir letztens hier was für 40 geholt und habe dann Level abgemacht und wieder 40 bekommen. Heißt, ihr habt ein ziemlich ausgewogenes Sache bisher in der Closed Beta, damit ihr halt ein bisschen durchschauen könnt und mal schauen könnt, was gibt's denn alles so. Wir werden heute ein paar Level spielen. Man kann nämlich auch, wie ihr hier seht, auf Create Level kreieren, wie halt bei Little Big Planet. Aber wir werden heute ein paar Level spielen. Wir werden hier unten welche rausnehmen. Den hatte ich gerade, der hat aber etwas geruckelt. Aber es gibt auch gar nicht so viel, ne? Ne, wir nehmen den jetzt einfach. Er hat ein bisschen meinen Browser zum Stocken gebracht. Wie gesagt, es ist halt noch eine Beta. So startet das Ganze. Ist halt, wie gesagt, eine Beta. Da könnt ihr jetzt nicht das perfektes Spiel schon erwarten, erst recht, weil es ein Browser ist, und da wird natürlich noch, denke ich, viel probiert werden müssen und Performance Guide, was steht denn hier für eines? Ja, eigentlich bin ich darunter. Wir können die Auflösung einstellen, okay. Wir werden mal 63p haben wir gerade mal, okay. Ja, das, da gehen wir uns mit zufrieden. So, wir gehen nochmal in Großbild, das geht nämlich Gott sei Dank auch. Und wir müssen die Königin retten. Oha, nee, wir stellen die Grafik mal etwas noch hoch. Also, komm. 27p schaffen wir. Ah, oh, das geht aber, das seht aber, wie ihr gesehen habt, ziemlich schnell. Natürlich lässt es den Browser natürlich etwas mehr stocken. Wir werden jetzt auch in 480p, das ist schade. Dann werden wir 27 versuchen. Wie gesagt, Browser ist natürlich, wow. Profi! Ganz großer, toller Profi hier. Ja. Danke. Werden das natürlich versuchen, irgendwie hinzukriegen, dass, wenn die Lags dabei sind und diese Frame-Einbrüche, dann liegt das nicht an Fraps, mein PC oder sonstigen. Chrome ist da halt etwas zickig. Der Hund auch, der im Hintergrund bellt, aber das kennt ihr ja mittlerweile. Und, boah. So, dann machen wir das Ganze nochmal. Wie ihr seht, das ist alles hier im Browser generiert und das finde ich halt richtig heftig. Werden es jetzt einfach auf 360p zocken, ihr denke ich, ihr werdet mich nicht umbringen. Einfach aus FPS-Gründen und Zockbarkeit. Wow. So, hüpp. So, wo kamen die nächsten? Oh, komm. Ich finde es nur einfach richtig Hammer. Ich bin da wirklich ziemlich erstaunt drüber, was in dem Browser möglich ist. Dass es hier echt einfach über meinen Browser läuft. Dass ich da, mein PC, klar, muss da auch arbeiten, das ist klar. Das ist hier, ach, leck mich doch, das ist doch ein Kackspiel. Ich mag's nicht, spiel mal nie wieder. Ich hoffe, der Hund hält nicht so langsam mal seine Schnauze unten. Wo bricht das denn jetzt ein? Da. So. Höp. Ja, man kann das mit der linken Maustaste, kann man springen oder auch mit Leertaste, je nachdem, wie man... Mann, das ist doch Rotze! Ich bin zu blöd dafür. Nee, ich finde einfach, klar, Java muss das natürlich auch laden, aber ich finde halt krass, dass es über meinen Browser läuft und nicht über irgendeinen Launcher oder sowas. Ihr müsst euch nichts installieren, nur von Square Enix so eine kleine Datei, eine Java-Datei, die halt dafür die Programme im Browser zuständig ist. Das sind aber gerade mal 3 MB und ich glaube, das verschmelzt jede Festplatte eures PCs. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Wir müssen bis da hinten kommen, wohlgemerkt. Ja, wo bricht's ein? Komm, brech. So. Oha. Kann ich auch irgendwie sprinten? Wie soll ich das denn schaffen? Was zum Geier? Wie kann ich irgendwie Double Jump? Ah, ich kann Doppelsprung. Okay, danke schön. Das hat sich geklärt. Schon. Und wer das Spiel auch spielen will, das ist ja eine Closed Beta. Ihr braucht keine Keys dafür. Also, wer sich denkt, oh Mann, ich habe keinen Key bekommen, das kann ich gar nicht zocken. Nein, einfach auf der Seite bewerben. Habe ich auch einfach. Och, das ist doch mal. Ich bin einfach zu blöd.
Ich könnte natürlich auch einfach mein Leben regenerieren lassen und dann wieder da weitermachen, aber es ist, glaube ich, kein Checkpoint. Einfach auf der Seite, der Link ist unten in der Beschreibung, bewerben. Mehr müsst ihr gar nicht tun. Und schön könnt ihr mitspielen, wenn euch das Team, also wenn ihr ausgewählt werdet. Ich weiß nicht, was die Kriterien sind, dass man genommen wird. Ich wurde genommen. Willy, was zum Geier? Was soll denn der Shit? Ah. Na gut, komm, wir spielen mal was anderes. Das ist ja... Boah, man muss da weiterspringen. Diese Platten setzen das weiter. Okay. Dann machen wir doch mal die Superhero Challenge. Gucken wir mal, was das Feines ist. Von den Bones ist das gemacht. Der ist schon Level 73. Ich denke mal, hier werden noch ein paar von den Entwicklern selber drin sein. Superman Fly Dangerous Leaf for High School. Also okay. Jump to Dive. Yep. What the fuck? Okay, nochmal. Ich habe das jetzt gerade nicht so ganz verstanden. Aha, wie fliege ich denn? Muss ich mit Leertaste? Hallo? Ich muss ausweichen. Ah, ich denke, ich muss einfach ausweichen. Oder? Ich bin zu blöd dafür. Entschuldigung, aber ich bin gerade zu blöd für diesen Level. Ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Das wird mir leider nicht erklärt. Ich denke mal, dass man das auch irgendwie einstellen kann, dass das erklärt wird. Incredible Difficulty and Unfair. Das klingt ja schon super. Habe ich schon richtig bei Globes Race, Gamescom. Ja, man konnte so, wie ich es gesehen habe, auch auf der Gamescom Level erstellen. Da gab es dann auch ein Gewinnspiel. Man konnte dann irgendwas gewinnen. Die werden halt hier jetzt auch ausgestellt und besonders hoch gepusht, diese Level, die halt bei der Gamescom erstellt werden. Finds the take 6 treasure maps to open the final zone. Timed Race with Time Bonuses. Das erinnert mich irgendwie an Super Mario. Naja, schauen wir doch mal. Das dauert ein bisschen länger zum Laden, wie ihr seht. Ja, das ist doch schon mal sehr einladend. Ja, Hallöchen. Haben wir was denn nochmal hier? Oh, man kann auch sagen, kaputt schlagen, okay. Wir haben einen Hebel. Weiß mal, wie ich mit dem Typ reden. Want to trade Game Glow by yourself? Then use the lever behind me. Okay. Ich weiß nicht, ob das was Gutes ist, aber gut. Drücken wir den Schalter. Wir werden auch mal die nächsten Aufnahmen auch mal... Wie geil ist das denn? Werden wir auch mal Level selber erstellen, natürlich, weil da haben wir natürlich auch Bock zu. Begin in Game Globe, you should see my first quest level, Selfie. Okay. So, dann open mal die Tür. So, where starts here? Oha. What the fuck? Whoa, ganz ruhig. Ich glitsche gerade irgendwie. Ach nee, gut, tu ich nicht. Run, okay, wie renne ich? Ich weiß gar nicht, wie ich renne. Ich gebe jetzt einfach ganz normal mit W. Wie ihr seht, die Framerate ist bei mir jetzt nicht so konstant. Ich gucke nächstes Mal, ob das mit Firefox besser ist. Ich habe das jetzt nämlich gerade mit Chrome auf. Take this cutlass, okay. Mit Chrome auf, ich weiß nicht, ob das unbedingt die beste Möglichkeit ist. Aufs Maul, aua! Wie geil, ich habe ein Schwert. Wuhuhu! Komm her! Fress meinen eisernen Dolch! Komm her, du auch! Wow. Aber werfen wir Bomben, es gibt sogar unterschiedliche Gegner. Pirates Kill Bonus, Time Bonus 1. Man kann sie kaputt kloppen, weil natürlich alle Sachen einsammeln. Natürlich werden wir das von der Zeit jetzt wieder nicht schaffen, so wie ich mich kenne. So. Hopp. Oh, Lebenstrank, das ist nicht cool. Jetzt haben wir wieder unser Leben voll. Time Bonus, Score 20k Bonus, okay. Ich weiß noch nicht alles, was mir das bringt. Oh, diese Dinger lassen... Aber diese kleinen Kugeln wegen den Animationen lassen es nicht unbedingt das Spiel flüssiger laufen. So, wieder ein paar Punkte. Wir müssen ja die 6 Schatzdinger finden. Oh. Ne, da kommen wir nicht rein. Okay, schade. Oh, das war sicher viel Arbeit, diese Map, würde ich jetzt mal so schätzen. So, Checkpoint aktiviert. Gucken wir mal, ob wir die ganzen Pflanzen auch kaputt klappen. Oh ja, können wir. Oh ja. Ich weiß nicht, ob wir hier sehr viel Zeitdruck haben und ich mich weniger darauf konzentrieren sollte, aber... Ohaha, wusste ich doch, da sind Sachen drin. Pwnt ja. So. Oh, nice one. Ich will nochmal. Was haben wir denn hier Feines? Ach, da brauchen wir ein Zahnrad. Okay, dann öffnet sich diese Wand, denke ich mal. So, Wand weg. Kiste weg. So, hier haben wir... Oh, ein Fisch. Oh.
Aber tut mir leid, ist jetzt nicht in 27p, 1080p. Wenn ich das selber ohne F-Fraps spiele, geht das locker. Das ist gar kein Problem. Ich werde nächstes Mal auch mit versuchen, mit Camtasia aufzunehmen. Das werde ich dann auch mal probieren. Aber Problem ist bei Camtasia, nimmt bei mir irgendwie nie das ganze Bild vom Browser auf. Sehr schade irgendwie. Ich weiß nicht, woran das liegt. Oha. Oha. Sieht mir nicht gerade sehr einladend hier aus. Ich glaube, ich sollte mich mal ein bisschen bewegen. Könnt ihr Kisten... Ist noch kaputt. Oh, haha, gut, das ist ein Schalter. Out of order, use the backup lever. Lever, okay. Hallo? Ha. Ach, der geht nicht. Was haben wir hier? Ah, ups. Geh auf, runter, ich muss dich haben. Da müssen wir doch hoch. Ja, was müssen wir da machen? Oha. Okay, das Springen... Nach, komm hoch. So. Ups, so. Und bitte einmal hoch. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Komm, 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 komm. Lake. Ah, da komme ich nicht rein. Okay, keinen Bonus bekommen. Jetzt. Ah, ich habe schon gleich wieder am Anfang. Nee, bin ich aber nicht. Aber es ist ein ziemlich langer Level. Und das finde ich halt cool, dass es in 3D designt ist und nicht wie Level Plant. Das ist zwar auch 3D, aber in einer 2D Optik. Ah. Wir sind wirklich wieder zurück. Scheiße! Das ist ja jetzt ganz brillant. Brillant, da müssen wir jetzt einmal das Ganze nochmal rumrennen. Und leider haben wir das Rennen deswegen verloren. Ah, you didn't find all 6 treasure maps. You didn't get all tough time bonuses. Ja, darüber hätte ich gemusst. Okay, schade. Wir werden uns jetzt nochmal eine Sache angucken. Dann werde ich auch erstmal Schluss für heute machen. Wie gesagt, wir werden dann beim nächsten Mal mal selber was machen. Wo kann ich denn alle Level gucken? Das wäre mir lieber. Recently published The Tiny Temple. Oh, dann muss... Go to Channel. Recently... Warte mal, nee, wir können ja mal... Ja, ich kann jetzt gerade nicht zurück, weil ich Quorum halt im Vollbild habe. Most liked. Das gefällt mir noch. Witherwaite. Nehmen wir das doch mal. Da hat auch, glaube ich, einer das zweite nächste Level, was daneben war, war, glaube ich, einfach mit Schatten gearbeitet. Das ist natürlich auch eine coole Idee. Can you clear out the Amazon? Oder Amazonas soll das sein. So. Pick up a rifle and get in the... ja. Hohoho. Oha. Oh, meine Waffe! Auch weg! Boah, ich own die so weg! Aua! Komm, geh drauf! Schon wieder... Oh, ich hab fast keine Muni mehr! Tot! Tot! Das ist ja mal. Aber ich finde das richtig geil, das Level-Design. Ich glaube, ich müsste. Ah. Boah. Nein, nein, nein! Ah, Piranhas! Ah! Scheiße! Stimmt ja, da waren ja Piranhas im Boden. Oh, cool. Ich habe mehr Leben. Zack! Stirb! Oh. Hallo! Hahaha, ihr Idioten, aua. Ich seh nix. Zack. Pontia. So, und zack. Zack. Das ist einfach mal, wie so ein Aimbot ist, ey. Schon krass. Zack. Hallo, ja, ich habe keine Waffe mehr. Ich müsste mal ein bisschen weiterfahren. Jetzt gib mal Jas. Danke. Unendlich Munition hätte es irgendwie dem Level besser getan, ehrlich gesagt. Geht ruf. Du auch. Hau ab! Aua.
Schon wieder keine Waffe mehr. Ah, da. Nimm die. Obwohl, nimm die. Na, ist egal. Tschüss. Au. Scheiße. Komm, verreck. Stirb. Bingo. Nein. Nicht ins Wasser. Oh yeah, level completed. Zwar vielleicht nicht überragend gut, wie wir gespielt haben, aber das soll uns ja mal wurscht sein. So ein Level will ich noch, weil da war noch einer, der ziemlich von der Optik gefallen hat. Wo war er denn jetzt? Da, in the Shadow. Den wollte ich mir nochmal kurz angucken, weil das hat mich jetzt gerade irgendwie von der Optik ein bisschen an Limbo erinnert. Wir sind fast Level 7, wenn es so weitergeht hier. Guck mal her, ist schon schön. Ich weiß nicht, was uns die Level bisher außer eben Punkten bringen, mehr geben die aktuell noch nicht. In a world beyond even your lives, shadowy figures hide from the light. They slave away because... Schattenartige Figuren schützen sich vorm Licht. Die entstehen ja nicht dadurch. So, komm. Once, however, a curious shadow disappeared, tired of the fight. Das ist eine coole Story, es ist richtig cool gemacht. It was running from the darkness, yet hiding from the light. Das wird sogar mit gereimt, oh. Das sind wir hier sogar poetisch. Das ist ja mal geil. Ah, okay. Es ist noch so ein bisschen buggy, wie ihr seht. Ich darf mich, theoretisch könnte ich mich noch umgucken, man darf aber hier in dem Falle nicht die Maus nehmen. Die sollte man in Ruhe lassen. Oh. In the... Well, ja, ich kann kein TH. The Shadow. Okay. Dun. What? Das war jetzt ein bisschen gruselig. Ah! Ich glaube, ich bin tot. Ja. Ah, da geht's lang. Nein! Du gehst jetzt auch... Mein Gott, du Kleiner! Hä? Na, so. Hüpp. Aber das ist eine coole Idee, ehrlich gesagt. Ich wäre auf sowas nicht gekommen, so zu arbeiten. Wir wollen uns auch mal nächstes Mal, ja, wie gesagt, den Level-Editor mal anschauen, weil ich ja nicht weiß, wie der so aufgebaut ist. Ob der recht easy ist. Ich denke mal, man fügt nicht allzu... Oh, da darf ich nicht rein. Gut zu wissen. Wir sollen ja nicht ins Licht. Stimmt ja, opa. Wenn nicht allzu komplexe Level für so einen Anfang, kann man das... Ist sicher erstmal einfach. Ich denke mal, wenn man so komplexe Sachen will, kann man sich da auch mit... Was? Hä? Boah, die Musik, Alter, das macht ja überhaupt nicht kirre oder so. Hallo? Hilfe? Was machst du? Ich muss da hoch oder nicht? Habe ich was verpasst? Nein. Ah, guck mal, hier unten geht's noch. Ah! Nee. Nix A. Ah. Genug geart. Sieht aus wie ein Seil, aber ich komme da irgendwie nicht... Ah, warte mal. Ah! Ah, Linksklick oder nicht? Ups, ah, warte mal. Ich hab's gerafft. Ah, links halten, ne? Warte mal. Ist das richtig? Ah, wie jetzt? R und F, ach so. Ah, okay. Verstanden. Nein! Komm. Oh, jetzt bin ich gerade. Ich bin gestorben. Weil ich zu fest aus einer zu hohen Höhe auf den Boden geklatscht bin. Klingt logisch, finde ich auch. Oha. Wenn die Level von Play Again könnte. Achso, wenn ich mit dem Coin kann ich sogar theoretisch an der Stelle direkt weitermachen. Ui. Kann sich also theoretisch auch kaufen, die Level. Aber na gut, wir haben jetzt erstmal einen kleinen Einblick gewonnen. Nächstes Mal geht's weiter. Ich habe nämlich echt Bock auf dieses Spiel, weil es mir echt Laune macht, weil es ziemlich innovativ ist, ehrlich gesagt. Mir gefällt die Art und Weise, dass halt...